Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich allen Nachteulen, die uns heute Abend vielleicht noch zuschauen oder in der Nacht. Ich begrüße natürlich den lieben Michael heute zum zweiten Mal. Wir hatten ja schon einen Dreier mit der Katharine und Ja, nachdem der ein wir bisschen heute. verrutscht ist heute Mittag. Ach, hi, Marc, grüße dich nochmal. Allerdings ist dieses andere Video tatsächlich nur auf Telegram zu finden, da wir doch festgestellt haben, dass wir Bad Language haben und dass nicht YouTube geeignet ist oder war. Und von dem her müssen wir darauf verweisen, dass auf Ja, Telegram. es lief etwas aus dem Ruder. Ja, Ah, alles gut. Ja. warum mache ich jetzt hier den Sekt auf? Also wir haben Ja, heute wir haben Abend was zu das feiern, Event. oder? Es ist die 25. Sendung. Und Juhu. Prosit, also ich stoße jetzt da mal drauf an für uns beide. Nicht, dass sich die ganze Flasche jetzt für uns beide leert, das natürlich nicht. Aber ich Ja, wenn denke, du. das dürfen wir feiern und bedanken uns natürlich auch ganz herzlich mal bei den ganzen Zuschauern und Wenn sie die Stange halten, ja, muss man auch ganz klar sagen. Ja. Also ich hätte das ja nicht gedacht, dass das so eine Dimension annimmt, aber. Es scheint so zu sein, ne? Und ja, deswegen darf man ruhig mal ein Lichtchen anmachen, oder? also unser Licht scheint, also auch Kerze bei dir und bei mir. Ja, unser Licht scheint, ja. Ja, durch uns hindurch. War ein Und ganz schön verrücktes halbes Jahr, oder? ja, 25 Sendungen, Woche für Woche, ist ein halbes Jahr. wir haben mit den Sendungen angefangen. Ich glaube, das erste Interview, was wir noch geführt haben, wo wir noch geguckt haben, wo kommen wir hin, was können wir veröffentlichen, das war ja dann, glaube ich, auch dein Haben noch nie erster. mal Namen, ne? Die gibt da noch zwei oder drei ohne Namen vorher. Ja, Gibt es immer noch. das waren die ersten. Marc mit Michael, glaube ich. Ich weiß es auch nicht mehr ganz genau. Naja. Jedenfalls haben wir ja eingeschlagen und dann kam ja die Idee, komm, lass uns was machen am Abend. Ja. Und es ist ja doch, also ich muss das immer wieder bewundern, wie du das durchziehst, weil du hast ja im Normalfall jeden Abend von 20 Uhr bis circa 22 Uhr rum einen Irgendein Online-Kurs. Projekt. So, und das Jetzt läuft ja die durch. Kurse sind. Ja, die laufen ja von Dienstag bis Donnerstag. Freitags ist ja meistens Anreisetag irgendwo hin. Ja, da kommst du halt irgendwo hin. Das habe ich jetzt umgedreht. Aber ja, wir haben dann montags noch die Infoabende drin und jetzt kommen die Videos noch dazu. Ja, ich habe die Woche mal ein bisschen langsamer gemacht, weil es doch ein bisschen krass war. Aber nächste Woche gehen wir wieder Vollgas. Also Carsten Pötter steht an, Herwig Breetz steht an mit der Städtetour. Kommt nächste Woche. Da ist Dienstag schon ein Termin festgesetzt. Der Bernhard P. Wirth wird nächste Woche was mit mir machen. Volker wird übernächste Woche kommen, Komputistik, und wir zwei machen ja auch noch was. Wir kündigen hiermit an, ein Klares zur Nacht extra mit einem Special Guest. Ja. Ich kann an der Stelle gleich sagen, es ist nicht der digitale Chronist, der hat sich kurzfristig entschlossen, eine Woche Urlaub zu machen. Das soll ihm Hat er gegönnt recht? sein. Ja, wäre für mich auch mal nicht schlecht. Wir können uns ja noch kurzfristig entschließen. Es gibt ja, wir haben ja noch ein paar Maybe. Einladungen. Da kommen wir sicherlich noch drauf zurück. Ja, aber es kommt ein cooler Typ, ne? Und den haben wir in der Schweiz kennengelernt, den kennt auch der eine oder andere schon. Und da werden wir mal ein bisschen fachsimpeln, würde ich sagen. Und das machen wir morgen Abend über Okitalk live. Der Link Richtig, ab wird 20 Uhr, ab wenn wir 20 Uhr morgen sind wir dabei. live. Wir werden den Link morgen raushauen. Wenn ihr Lust habt, kommt dazu. Deswegen wird es heute auch nicht ganz so lang werden. Ja? Wenn wir morgen nochmal Nachschlag haben und jo. Ja, also heute werden wir ein bisschen resümieren. Übrigens, du siehst, dass ich mich nicht rasiert habe. Bei Ja. mir wurde ein Bart bestellt. Zwei nette Mädels haben gesagt, es wäre nicht schlecht, wenn ich mir wieder ein Bart stehen lasse. Was sagst du dazu? Das war am Wochenende. Also kommt drauf an. Also ich meine, ich kenne ja jetzt ein Mädel, wenn die das gut findet, okay. Wenn die zwei anderen, ich weiß jetzt nicht, wie genau das im Moment verteilt wird. Da muss ich gucken. Werden wir mal sehen. Es wurde einfach mal einer bestellt. Ich meine, temporär kann man das ja machen. Schauen wir mal, ja. Also gut, bei mir kommt sowas nicht ins Gesicht. Ich weiß nicht, ich laufe seit eigentlich ununterbrochen so rum. Und Könntest ja wenn mal ich mir. testen, oder? Nee, Bart nicht. Also ich habe mal vielleicht 2 Tage nicht rasiert, aber dann reicht es mir auch. Und dann gibt es wiederum bei mir. Oder gab es zumindest Leute oder weibliche Wesen, die haben das nicht so gut gefunden. Und von dem her lasse ich das so bleiben. Also, Kriegt ja. ihr nicht überredet, auch bei einer Wette mal irgendwie was?
Ganz schwierig. Da müssten wir schon eine Wette haben, so wie Das ist ja schon ein bei. hoher Einsatz, ne? Wenn du sagst, ich sage, wir wetten drum, ob du dir Bart stehen lässt. 4 Wochen. Das würde nicht gehen. Ich glaube, da würde ich die Wette nicht mitmachen. Schauen wir mal. Aber wir haben ja noch einige Dinge vor. Also es sollen ja aus den 25 sollen ja mindestens einmal noch, was weiß ich, wie viel werden. Wir werden sehen. Uns werden ja die Themen nicht ausgehen. Und Nee, das befürchte ich leider, auch. leider nicht. Leider können wir auch nicht verwägen, dass es im September schon vorbei ist. Also ich hatte da auch mal jemanden im Sommer, die hat mir gesagt, schöne Grüße an Sie, sollte Sie sehen. Es wäre im September alles vorbei. Und Kommerz wäre uninteressant. Ich weiß es nicht. Ich sehe es Wann war nicht. das? Im August? Nein, es war sogar im Juni. Und Im Juni. ich muss nur sagen, diejenige, die mir das gesagt hat und meinte, man müsse solche Dinge nicht in die Öffentlichkeit bringen oder beziehungsweise Menschen Ja, aber das die machst du ja Möglichkeit gerade. geben. Ich weiß nicht. Also ich wusste, ich habe recht, sie leider nicht. Vielleicht erinnert sie sich dran. Und Er guckt sie gar nicht zu. Weiß ich auch denke nicht. eher nicht. Aber vielleicht kennt der ein oder andere sie. Also von dem her, ich denke immer, die Problematiken, die es so im Leben gibt, im Hier und Jetzt, nicht in 5 Jahren und nicht in der Vergangenheit, die müssen wir jetzt im Hier und Jetzt lösen. Die Herausforderungen, die wir haben, ne? Weil wir reden ja oft genug über das Jetzt. Ja. Und alleine das Wochenende, was wir jetzt verbracht haben, wo ja auch das wunderschöne Foto mit der Katharina und dem Falco entstanden ist, von dieser traumhaften Kulisse da in der Nähe von Rosenheim, Das es war schon war eine spezielle genial. Geschichte, muss ich ganz klar Und sagen. Also wir hatten ja da auch also auch einen Austausch mal, wir vier ganz allein, das war auch mal richtig schön, ja, wo man einfach gesagt hat, okay, ne? Ich meine, ich bin ja eh dazu gekommen wie die Jungfrau zum Kind. Ich bin ja, ich sehe das nach wie vor immer noch so als eine Art Hobby. ist es auch. Aber das Schönste ist ja, wenn man sein Hobby, wo man ja freiwillig Zeit investiert und wo man das auch reingibt, so wenn man das dann wirklich dort das Herzblut fließen lassen kann und dann entsteht da natürlich unheimlich viel draus. Das ist ja was anderes, als wie wenn du irgendwo tagtäglich in so einen 8 Stunden mehr oder weniger gut bezahlten, ich möchte jetzt das Schon richtige Wort richtig. verwenden, Ja, ich glaube, eine das ist halt auch Beschäftigung, die ne? gegen Ja, Therapie. Buchumsätze ausgeglichen wird. Auch Arbeit genannt. Wobei, auch da mal was für alle. Denkt bitte dran, auch die Verdrehung findet ja hier statt. Der sogenannte Arbeitgeber ist ja nicht euer Chef, das ist der Arbeitnehmer, weil der nimmt ja eure Arbeitsleistung und das wird dann verglichen oder beziehungsweise ausgeglichen, weil bezahlt wird es ja nicht mehr. Wie gesagt, mit Buchungssätzen an die Person. Also denkt da einfach mal drüber nach, auch wenn immer wieder kommt, ja, was soll ich denn tun und so weiter. Ich denke, wir haben das auch dieses Wochenende wieder gespürt, wie du das sagst, mit diesem Herzblut, das da durchfließt und diese Energie, die da wirklich dieses Wochenende war, das war bombastisch. Also wir haben eine so tolle Zeit gehabt, Mini-Oktoberfest hatten wir auch noch. Also es war sensationell, das Wetter war gut, die Stimmung war, also wirklich, Grandios, ja. Auch die alle Örtlichkeiten, da waren hat begeistert. alles gepasst. Es hat alles gepasst. Das war wirklich genial. Ich kann das wirklich nochmal sagen. Und auch hier nochmal von mir einen Dank an all die da waren. Und da war eine Energie in dem Raum drin, unglaublich. Also ich bin wirklich auch, ich gehe ja schon oft bis an die Grenze, aber da bin Oh ich ja. wirklich so ein paar Schritte drüber. Und da war am Schluss die Stimme weg. Ich konnte nichts mehr sagen. Und ey, krass. Ne? Also es war richtig krass. Aber im Positiven, ne? Also so, das hat mich richtig umgehauen eigentlich, ne? Also auch die Rückmeldung, die du dann gekriegt hast, das war Bestimmt, die hatte ich ja unglaublich. dann fast aus den Socken gehoben. Das hat man ja so richtig gesehen bei unserem ersten KDW. Ja. Und also ich Ich muss habe echt zu sagen, tun gehabt, dass ich stehen bleibe. Also ganz ehrlich, ich war wirklich am Ende. Also es war komplett alles gegeben, was da war. Das ist ganz wichtig. Auch, dass man das nochmal als Ermunterung an alle gibt. Leute, nehmt das mit an. Nehmt diese Energie. Nicht, dass wir jetzt hier Kurse verkaufen und das haben wir nicht nötig. Sondern wirklich, ich merke das immer mehr. Da geht es nicht darum, irgendwo jetzt ein Wissen zu erhalten, wie ich das eine oder das andere mache, sondern wirklich eine Deprogrammierung in einer so kurzen Zeit und du merkst, dass du nicht alleine bist. Wir hören das immer wieder. Wir haben ja unterschiedliche Menschen. Du bist ja jetzt auch wieder auf der Fahrt dann in den hohen Norden nach Hamburg hoch, wo ich mir denke, wir sind jetzt in Süddeutschland die letzten 3 Monate. Ich war jetzt, glaube ich, auf vier Kursen waren es jetzt, glaube ich, war ich mit dabei. Es war immer wieder so eine geniale Sache. Die Leute kriegen plötzlich
selber Gedanken und man entwickelt plötzlich oder du siehst, dass die Leute merken, wie sie in ihren Situationen, die sie dann vor Augen haben, wie ihnen plötzlich Lichter aufgehen, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich denke, auch viele kommen dann in eine relativ zeitnahe Handlung. Ich habe es auch noch nicht gehört, dass es irgendjemand exzessiv übertrieben hat oder dass jetzt die Hälfte weggesperrt worden ist oder sonst was, was man ja manchmal so hört von so ominösen Kursen, ja, oder dass Leute im Regen stehen gelassen werden. Nee, haben wir nicht. Jeder lernt hier oder hat hier die Möglichkeit, ein Stück der Selbstverantwortung, Souveränität wiederzubekommen. Nicht, dass wir ihm das geben, sondern der Schlüssel ist da, diese Dinge greifbar zu bekommen und einen, ich nenne es mal, einen Ansatzpunkt zu finden, also einen Angelpunkt, wo du was anstecken kannst und sagen kannst, da fang mal an zu bohren. Und du kannst dann mit vielleicht wenig Mitteln, kannst du was erreichen, aber nicht mit Aggression und nicht mit dagegen gehen und fürchterlich. Das ist auch gar nicht, ich glaube, das war noch nie in unserem Sinn, dass wir da draußen eine Ideologie raushauen. Also ich glaube auch nicht, dass man das so sagen kann. Also nein. War noch nie ein Freund von Ideologien und habe schon immer irgendwie so das eigene Ding gemacht. Und ja, aber jetzt genug der Lobhudelei. Ich mag das nicht. Gut, lassen wir das jetzt. Also, war alles ganz anders. Nein, Spaß. Also. Haben wir hier ein Thema? Ich weiß gar nicht. Ich weiß nicht. Ich habe heute noch nicht geguckt. Ich meine. Ja, die Ampel kommt, ne? Und Laschet macht einen Rückzieher, irgendwas sowas, aber Jamaika ist doch nicht vom Tisch. Ja, das ist wie so. Du könntest wirklich recht haben. Wollen wir wetten mit Merkel, Silvester? Nee, besser nicht, weil ich wüsste nicht, was ich darauf wetten will. Weil egal ja. Wie, egal wer von uns beiden recht hat, ja, Deutschland hat verloren. Oh, 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 oh. Ah ja, da steht's. Ach doch, vielleicht noch eine Information. Die gebe ich jetzt mal so raus zum Nachdenken. Ich möchte es jetzt nicht so publik machen. Also es gibt anscheinend, nein, das bösartigste aller Viren hat Angst vor politischen Veranstaltungen. Das möge einfach nur mal zum Nachdenken anregen. Naja, du kannst dich noch an den Abend erinnern. Da war doch in ach der. Ach so, jetzt. Ja? Logisch, ja. Ja, genau. Werdet Politiker oder werdet Politiker. Wenn es eine politische Veranstaltung gibt, gibt es keine Einschränkungen. Ja? Ja. Ja? Gründet Parteien. Weißt du, was? Ja, genau. Gründet Parteien oder macht einfach einen politischen Abend zu Hause. Ja? Am besten die Partei des Spaghetti Monsters. Das ist doppelt abgesichert. Ja, aber da müsste alle Siebe oder Piratenhüte dabei haben. Also, so ein Spaghetti-Sieb ist doch gleich besorgt. Ja. Aber es hängen doch im Moment noch so viele Wahlplakate rum. Man kann ja einfach mal so einen Abend zu Hause machen. Also sich so ein Plakat nehmen, Party machen, 50 Freunde einladen. Ja, also wenn sie ins Wohnzimmer reinpassen und dann sagen, heute ist hier Tag der neu gegründete Kreisverband der Zentral. Geführten kommunistisch-sozialistisch-christlich-sozialen MLPD. Union. Nein, die nehmen wir nicht, sondern wir nehmen tatsächlich, nehmt doch einfach alle Kürzel, die ihr findet. Ja, Regenbogenflagge ist da vielleicht auch nicht verkehrt, nur zur Tarnung. Okay, ja. Ja? Weil das ist religiös erlaubt. Also, und mindestens einer muss einen Anzug und eine Krawatte anhaben. Ein Scheiden spielen halt. Einer muss halt der politische Rede halten und dann passt es. Ja. Also und Stimmzettel weiß, der nicht vergessen. Kann, der dann gut reden kann. Also ich, bla bla bla. Und viel sagt, aber nichts sagt. Du kannst auch stottern. Stoiber hat es auch geschafft, über mehrere Jahre den Oberkasper in Bayern zu geben. Und aber was habe ich gerade gelesen? Stolpern also, soll auch helfen. Bitte? Stolpern soll auch helfen. Ja, aber das ist nur für die etwas gewichtigeren. Nein. Das ist also Julia Klöcker ist auch gefallen. Sah auch recht sexy aus. Was muss ich schon sagen. Ja, gut, okay. Das ist eine, die jetzt mal unter 50 ist. Das ist wirklich eine Ausnahme. Ist richtig. Das ist richtig. Aber jetzt habe ich mal wieder die Bild-Zeitung aufgemacht und jetzt wollte ich mal gucken, was ich da so finde. Das Yamatal Bushido stand da heute drin. Weißt du, was die geile ist? Kermit der Frosch wird Comedy Star. Lukrativer Vertrag. Mit? Ja, ist ja egal. Er wird Comedy Star. Das heißt, man findet seine,
seine Aussagen so super, wahrscheinlich, weil sie so wissenschaftlich fundiert sind, dass man sagt, Mensch, du kannst jetzt nicht nur wissenschaftliche Fakten präsentieren, sondern du bist noch viel besser darin, unsere Nation aufzuklären oder beziehungsweise zu belustigen, so um zu belustigen. Also nicht mehr nur bei der Maischberger, sondern jetzt vielleicht auch wieder bei Bulli Herbig. Also der würde bei Bulli Herbig im LOL unter Garantie gewinnen. Kam mit der Frosch ins Ohr. Die Muppet Show wird uns jeden Tag präsentiert. Also von dem her, was passiert? Aber der wird doch nicht reinkommen, ist er, kein ist er Komiker? Nee, er ist nicht Komiker, oder? Wer? Der Laschet? Nee, der Laschet ist, ja, das ist unser Kermit. Naja, er war doch schon auf, wir haben ihn doch mal auf einer YouTube irgendwie so Laschet beantwortet, nee, warte mal, wie hieß er? Lauterbach beantwortet Fragen von irgendwelchen Menschen, die Fragen gestellt haben. Das war ein Fake. Da bin ich nicht so sicher. Ich glaube, der bastelt schon an seiner neuen Karriere. Und sonst, ja, sonst das Übliche. Also von wegen Wahlbetrug oder so liest man nichts mehr. Nee, das ist drin. Das habe ich heute auch wieder gesehen. Ja, dass Hunderte von Stimmen da irgendwie nicht, ach, es ist alles Kacke. Ach ja, apropos, noch eines für alle, die sich noch überlegen wollen, sich impfen zu lassen. Ja, geiler als ein Fuffi. Da gibt es exklusive Bordellgutscheine. Puff impft gegen Corona mit anschließender kostenloser Begattung. Ja, kannst du da zweimal hin. Ist nicht dein Ernst. Ist kein Witz. Das hatte ich schon vor ein paar Tagen gesehen. Wie tief sind wir hier gesunken? Nein, was müssen Sie alles auffahren? Ich sage ja, wie tief sind wir gesunken? Ich finde das so geil. Das ist nicht dein Ernst, oder? Doch, das ist wirklich kein Witz. Ich hatte das letzte Woche schon gelesen, aber jetzt taucht sie in der Bildzeitung auf. Das ist ich kein Witz. Ja. Also nicht mehr. Blöd müssen dich die vorkommen, die als Erste umsonst hingerannt sind. Ja, und dann wird die mit der Currywurst. Genau. Und deswegen wartet jetzt doch mal ab. Vielleicht steht irgendwann noch ein Porsche vor der Tür. Nicht schlecht. Ja. Also, ich meine, was kostet das beim Puff? Naja, also, ich weiß es nicht. Ich muss jetzt aufpassen, wenn du antwortest, sagt jeder, oh, der kennt sich aus. Der, ich weiß es nicht. Es gab ja mal einen ganz berühmten Franken, der hatte ja mehrere Etablissements, eins in Köln, eins in Linz, eins in München. Der Pascha kam aus Franken, ich glaube sogar Nürnberg. Da war das in den 2008 oder irgendwas hat er mal so geworben oder 2000 bis 2008, ich glaube, Flatrate reingehen und halt hier einen Trip oder beziehungsweise halt hier einmal drüber für einen Fuffi oder sowas. Es wird sicherlich nicht mehr ein Fuffi. Das war Flatrate-Bumsen. Also das Bier und der Champagner war sicherlich teurer, aber also das wird heute immer noch teuer sein, weil, ne? Ich hatte auch mal als Poker-Dealer, das kann ich schon sagen, ich habe das einmal so ein bisschen mit nebenbei gemacht. Ich habe mir Poker-Karten gegeben. Ist ganz interessant, weil du da auch tatsächlich eine Studie am Pokertisch hast. Wenn du da lange genug sitzt und immer wieder dieselben Leute hast, dann weißt du auch ganz genau, wer warum an welchem Tag verliert und welche immer verlieren, weil du das einfach siehst. Ob jemand mit einem verbissenen Gesicht kommt und sagt, ich muss jetzt gewinnen, die haben garantiert immer verloren. Und andere, die hatten einfach, die sind gekommen, die waren locker drauf, die haben dann das ganze Spiel gerockt, die haben auch die Karten, die passenden Karten bekommen. Das ist das mit dem Flow. Und die anderen, die sich alles ausgerechnet haben und sonst was, waren oft genug diejenigen, die am Schluss nichts mehr hatten. Aber nur am Rande, und ich war da mal, also wir waren da mal in so einem Saunaclub als Dealer beschäftigt. Das war ganz interessant, weil wir waren also hier Pinguin, weißes Hemd, schwarze Hose. Und alle anderen saßen da also bei 28, 29 Grad sehr leicht bekleidet rum. War sehr interessant, ja. Und das war eben so eine Veranstaltung hier mit Sachpreisen. Und nein, der erste Preis war nicht eine, wie auch immer, geartete Tete-a-Tete. Folge. Nein, das war es nicht. Aber zumindest, also hat man ja so gehört, was die Mädels da so erzählt haben. So, also unter 150, 200 geht da normalerweise nichts. Nachdem der Euro ja immer weniger wert wird, vermuten wir einfach mal, dass also so eine Impfung jetzt im Puff, wenn ihr dann sonst ist,
Ich würde sagen, 150 bis 200 Euro wäre das. Na, doch. 150, 200? Ja, ich die Mädels müssen ja auch noch Steuern zahlen. Die dürfen sie. Ich weiß, aber der Edeka, ich habe immer so in einem Edeka gelesen, der bietet 200 an für seine Arbeitnehmer. Irgendwas in der Art, so als Gratifikation oder was, wenn du dich impfen lässt. Das kam dann über einen Arbeitgeber. Ist aber noch nichts Öffentliches, oder? Stand, nee, war öffentlich. Ach doch, das war auch in der Bild-Zeitung gestanden. Das war da waren es bei 200, ne? Ja, so, dann sind wir doch beim... Ja, kommst du dir doch verarscht vor, oder nicht? Mir würde jetzt da noch ein anderes Wort einfallen. Ja, nur derselbe Effekt, wenn du jetzt zum Mediamarkt gehst und sagst, Angebot so und so, ne? oder gehst rein, eine Woche später kostet das gleiche Teil 100 Euro weniger, kommst du auch verarscht vor. Das ist mir schon ein paar Mal passiert. Jetzt gehen wir aber mal davon was aus, dass du sagst, okay, das handelt sich vielleicht um ein technisches Gerät, was man unbedingt haben muss, ja? Oder was ja weg sein könnte, was mit einer gewissen, nennen wir es mal, Verfügbarkeit, wo du also sagst, du könntest tatsächlich der Letzte sein. Jetzt bist du aber hier nicht der Letzte. Stichwort Verfügbarkeit. Ich war vorgestern im Saturn, dann habe ich mehrere leere Regale gesehen. Du auch? Ich war schon lange nicht mehr in diesen Geräte oder beziehungsweise Schuppen. Wenn auf Spielplatz warst du schon lange nicht mehr? Nein. Ich habe im Moment, also tatsächlich, ich muss mich da aus verschiedenen Gründen, erstens, weil ich nicht mit den Maßnahmen einverstanden bin und da auch keinen Bock habe zu diskutieren, und zweitens, ich finde da nichts mehr im Moment, was ich da kaufen sollte, weil ich habe früher sonst immer sehr viel DVDs und Filme gekauft, aber in den letzten 2-3 Jahren einfach auch nicht mehr. Weil, ist bei mir auch eingeschlafen. Ich habe einen ganzen Karton voll. Ja, ich kann 3 Kartons voll machen. Das ist und das meiste kannst du heute streamen. Also das hat durchaus Vorteile, weil du einfach die Dinge nicht mehr rumliegen hast. Ja, da bist du auch wieder, weißt du, sowas so die Geschichte, ein bisschen Strahlung und so weiter, das ist alles dann auch gewünscht. Also die neuesten Handys haben ja nicht mal mehr diesen AUX-Anschluss, da musst du alles über Bluetooth machen, das ist immer ein Scheiß am Ohr. Ja, das kommt bei mir auch nicht in die Tüte. Also ich habe normalerweise immer kabelgebundene Hörer. Ich muss ja viel telefonieren, auch vom Berufs wegen. Aber um auf den Mediamarkt zurückzukommen, wie gesagt, ich war da schon lange nicht mehr drin, früher öfter. Und mich bockt es auch nicht mehr, aber das trotzdem, es hat sich mal so ergeben müssen, ich musste und fand ich sehr spannend. Also, können wir auch die Hälfte demnächst zumachen, ne? Weil wenn nichts mehr da ist zum Verkaufen. Das sieht alles nicht mehr so rosig aus. Also das ist alles sehr, sehr merkwürdig. Ich kann an der Stelle nur sagen, man sollte wissen, in welcher Position man ist. Ja, das ist richtig. Also meine Spielzeuge da hinten oder meine Modelle, die sind noch verfügbar, die Neuheiten kommen noch. Gott sei Dank. Ich muss sagen, dass das nur ein ganz kleiner Ausschnitt ist. Du hast ja da rechts neben dran noch ein Regal, was bis zum Bersten voll ist. Ja, so viel müssen wir jetzt auch nicht tun. Aber das stimmt. Ich bin gerade äußerst begeistert da am Leopard 1C2 Mexas bauen. Vielleicht kann ich den irgendwann mal präsentieren, wenn er fertig ist. Aber egal. Verfügbarkeit wäre doch auch mal so ein Thema. Was ist mit unserer Verfügbarkeit? Also aus England hört man zumindest, man hört es. 40% Gasanstieg an einem Tag, Rationierung von Strom, Elektromobilität eingeschränkt. Ja? Also E-Autos nur noch von morgens um 6 bis 9 Uhr und abends von 18 bis 21 Uhr. Irgendwie sowas habe ich da gelesen oder das umgekehrt. Keine Ahnung, sind das die 3 Stunden, wo sie nicht dürfen. Weil das sind nämlich die meisten Leute unterwegs zwischen 6 und 9. Das heißt, die können ja gar nicht. Oder das ist die Zeit, wo sie laden dürfen. Keine Ahnung, Strom wird knapp. Also warum da Strom knapp wird, weiß ich auch nicht. Also das sind so die Anzeichen. Ja. Also, vor allem, wie Strom knapp werden kann. Das ist ja auch schon wieder so eine Sache. So nach dem Motto, die Batterie wird leer. Ja. Also es wird knapp. Also wir haben ein Netz. Vielleicht ist nur mal so für alle, die das noch nicht so begriffen haben. Ja. Strom, es wird eine Spannung erzeugt. Und Strom übrigens wird nicht verbraucht, sondern der fließt nur durch. Und deswegen ist alleine so die Bezeichnung eines Stromzählers faktisch falsch. Es ist ein Durchflusszähler. Du kannst Strom nicht verbrauchen. Ja. Der ist immer da. Das ist ein Streitpunkt, ja, aber du zahlst ja nicht den Strom, du zahlst die Arbeit, die deine Maschinen verrichten. Weil oder es ist eine Zeit drin. Kilowatt pro Stunde. Klar, wenn deine Waschmaschine eine Stunde läuft, dann ist nicht das Kilowatt, was du bezahlst, sondern es ist die Stunde, die das Kilowatt in Anspruch nimmt, aber der Strom ist nicht weg. Der ist da, der ist ja umgewandelt oder ist einfach da. Also von dem her, was ist da drüben los? Und wenn, dann kann das ja nur damit zusammenhängen, dass das rationalisiert wird, absichtlich. Man hat es, also man kennt es normalerweise eher, dass man eine gewisse Stromleistung herbringt und dass man die Industrie dann mit Strom versorgt,
weil die in gewissen Bereichen bevorzugt wird. Und dann schaltest du die Privathaushalte ab. Das kennt man also so aus Südamerika oder auch aus Afrika oder Asien, wo das durchaus immer mal wieder gang und gäbe war. Ich könnte es jetzt nicht sagen, wie es im Deutschen Reich war während der Kriegszeit. Also das hatten wir, glaube ich, hier noch nicht in dieser Art und Weise, dass es sowas schon mal gegeben hat. Allerdings muss man auch eines sagen, das wissen die wenigsten, wir haben in Europa ein durchgängiges Leitungsnetz. Also das geht von Spanien bis, frag mich nicht, irgendwo Polen oder noch weiterhin nach hinten. England hängt damit dran, oder? Na, England nicht, weil die haben nur den Tunnel. Also die, glaube ich, sind tatsächlich autark in dem Sinne. Wüsste nicht. Ja, also nicht in dem Maße wie jetzt vielleicht Frankreich oder Spanien oder sonst was. Das definitiv nicht. Die Inselaffen sind da doch etwas ausgegrenzt. Das kann natürlich jetzt sein, weil es Nord Stream 2 ist fertig und wird jetzt mit Gas befüllt. Jetzt ist natürlich die Frage, wenn man sich nur mal so überlegt, England war schon immer eine Insel, ist ein bisschen abgeschnitten, hat sich jetzt auch getrennt von der EU, wohl wissend, dass das Ding wahrscheinlich irgendwann gegen die Wand fahren wird. Also nicht Europa und nicht die nicht die Substanz, sondern die Fiktion fährt an die Wand. Und da hat man sich rausgezogen. Der Alexander Wagner hat immer gesagt, England gehört mit zu den Architekten und die wissen, wo die Sollbruchstellen sind und wann es dann vielleicht Zeit wird, das sinkende Schiff zu verlassen. Und das ist passiert. Und interessanterweise geht es aber denen jetzt schlechter, also zumindest wird es uns erzählt, und die Geschichten, dass die Supermärkte ja nur noch eingeschränktes Warenangebot hatten, das hatten wir aber letztes Jahr auch schon mal auf dem Tisch, da ist aber nicht viel passiert, da hatte man so Supermarktregale gesehen und da waren gewisse Waren abgedeckt, also ich glaube Spielzeug oder alles, was lebensnotwendig war, und das erinnert mich irgendwie an das Narrativ, was jetzt wieder aufkommt. Also, ich weiß nicht, was auffällt. Was auffällt, ist aber auch dann gleich so diese klare Zuordnung, woran das es liegt. Ja, das ist das, was ich da so sehe. Jetzt wird die E-Mobilität da drüben schon so ein bisschen angegangen. Ja, also da läuft eine andere Geschichte ab irgendwie. Weiß nicht. Wird schon interessant. Dann auch Gas, ja, also wie kommt England an Gas? Das muss ja auch über Pipelines laufen. Warum wird da Gas teurer? Liefern die nichts mehr oder was ist das? Nee, die Engländer haben hauptsächlich, meines Wissens, haben die hauptsächlich Öl- und Gasförderfelder ja selber in der Nordsee. Das heißt, die sind auch von außen, die sind doch nicht so autark, dass sie sagen, wir sind da raus. Nee, natürlich nicht. Also Öl kriegen sie logischerweise irgendwo. Die müssen ja auch Internet kriegen irgendwoher vom Festland. Naja, also gut, einen Server haben es sicherlich auch noch irgendwo rumstehen. Ja, wie sind die denn verbunden? Die müssen doch einen Zugang haben. Du kannst ja UK-Seiten aufrufen, das muss ja irgendwie gehen. Da gibt es ja Kabel unterirdisch, die da laufen. Ja, die Kabel schon, aber das waren schon immer die Festlandkabel. Die hast du ja auch schon 1800 ja. Schlag mich tot gehabt, wo die gelegt worden sind. Eben, das Glasfaser hat man dann auch noch gesetzt. Ja. Es gibt ja auch Atlantikkabelverbindungen nach Amerika, die gibt es ja auch. Das ist alles da. Also, ich weiß es nicht. Ja, bloß Internet oder beziehungsweise durch so ein Glasfaserkabel Informationen zu schicken, ist die eine Sache. Die Hardware. Das soll mit Strom so sein. Ich kann mir schon vorstellen, dass sie auch ein Stromnetz von der EU angeschlossen sind. Das können wir uns nicht vorstellen, dass sie autark sind. Ja, vielleicht geht die Frau von der Leyen ab und zu mal ein wenig an den Schalter und. Vielleicht werden sie auch nur geärgert, das will ich damit sagen. Ja, also ich weiß es tatsächlich nicht. Und es ist zumindest für mich sehr bezeichnend, dass das jetzt auf der Insel erstmal so gezeigt wird. Weil die Insel ist ja in dem Sinn jetzt nicht mehr so, also da kommst du ja auch nicht drüber zum Nachgucken. Ja? Genauso wie andere Sachen nicht gezeigt werden. Also das in Frankreich, zumindest kriege ich da immer mal wieder Berichte, dass also in Frankreich weiterhin dauernde Proteste gegen den grünen Pass unterwegs sind. Von Italien nichts gehört. Ja, wobei, das soll es ja... Ganz komisch werden jetzt hier mit, dass du, wenn du nicht geimpft bist. Übrigens, das Wort Schlumpfen sollten wir auch nicht mehr in den Mund nehmen, weil wir haben mal nachgeguckt, was man darunter noch so versteht. Kannst du einblenden? Nein. Dann auch nicht YouTube, dann nur noch Schmuddelkram. Soll jeder mal gucken, was Schlumpf bedeutet, ja. Also Schlumpfen gibt es einen Begriff. Ich habe das nachgeguckt und danach habe ich mir gedacht, das verwenden wir nicht mehr. Ja.
Also wir reden hier in der Satire-Dauersendung, Dauersatire-Sendung natürlich von dem vom Pfropfen und von dem botanischen Begriff. Alles andere liegt uns fern. Als Erklärung. Oder Ompfen. Ompfen ist gut. Das finde ich gut. Das können wir nehmen. Ja, das macht der Chronist. Der seit ich den Folge sagt, der Ompfen. Okay, also dann übernehmen wir das. Das können wir, denke ich, gut machen. Dann vergünden wir das Image jetzt. Ja, dann übernehmen wir das. Warum nicht? Übernehmen wir das Ompfen. Okay, also gut. Aber das wollen wir gar nicht zum Thema machen. Wir wollen ja die Verfügbarkeit uns anschauen. Obwohl, ja, das sollte man ja auch mal kurz sprechen. Plötzlich und unerwartet. Verstorben. Ach so, nee. Da gibt es schon Hashtag. Plötzlich und unerwartet. Muss ich das jetzt nachschlagen? Plötzlich und unerwartet. Starben 2020. Na, das ist es sicherlich nicht. Obwohl, was finde ich da? An Covid-19. An in Anführungszeichen. Na, da komme ich ja schon wieder auf. Nein, da will ich jetzt gar nicht weiterlesen. Das ist ja fürchterlich. Was ich auch gemerkt habe, die Werbekampagne ist extrem hochgefahren. Also du hörst, du kannst den Radio nicht mehr anmachen. Also ich muss ehrlich sagen, ich weiß es nicht, wann ich das letzte Mal... Ich habe heute 5 Minuten kurz gelauscht. Ja. Das fasst du nicht, was da kommt. Ja. Also das wird nach wie vor rausgehauen bis zum Erbrechen. Anders kannst du es nicht sagen. Also es ist schon krass. Also wie die gerade momentan da auf den Werbezug aufgesprungen sind, ist unglaublich. Also es scheint notwendig zu sein. Ja. Aber dann überlegen wir uns doch mal Folgendes. Also wenn ich jetzt weiß, dass ich ein Produkt im Schrank habe oder im Laden, also den berühmten Ladenhüter, von dem wir alle so begeistert sind, weil sonst müsste ich das nicht fahren. Also wenn es super wäre, dann müsstest du doch das gar nicht großartig bewerben. Aber wir sehen, dass also die Werbekampagne, wie du schon sagtest, extrem hochgefahren wird. Aber sowas sind doch Dinge, die brauchen doch auch bestimmt 3, 4, 5, 6 Wochen Vorlauf. Und dann sind wir doch mal im Sommer. Es muss ja produziert werden. Das ist die Frage, ob das Zeug ja nicht schon länger auf Halde liegt. Also das erzählt doch gerade, wo habe ich das gelesen? In China hat man, glaube ich, irgendwas bestellt. Ich weiß nicht mehr, was das war. Waren es jetzt die Masken oder irgendwas? Ungefähr 3 Monate vor Ausbruch wurde irgendetwas Wichtiges bestellt. Ich muss nochmal gucken. Aber da ist auch gerade was aufgeflogen, wo man gesagt hat, das wurde schon weit, weit vorher klar gemacht. Ja, da müssten wir mal beim Jensi nachfragen, weil der sicherlich den 7. Sinn hat und durch gute Geschäftsverbindungen, vielleicht konnte er auch schon in die Zukunft sehen. Ja, die haben da sowieso Kristallkugeln im Bundesfinanzministerium. Da weiß ich es. Ja gut, beim Bundesfinanzministerium, die planen immer 3 Jahre voraus und wissen ganz genau, wie viel Steuern sie einnehmen. Ne? Ja, sehr merkwürdig. Obwohl die ja noch gar nicht... Jemand mit einer Kugel, weißt du, und sagt, Halmei, Dalmei, es könnte irgendwie so sein. Irgendwas in der Art. Oder könnte es sein, dass die einfach festlegen, was sie einnehmen, obwohl sie es gar nicht einnehmen? Vielleicht ist es auch schon da. Vielleicht war es nie da und wird trotzdem verkündet. Das vielleicht liegt es schon rum und sie kommen erst nach 3 Jahren ran. Das würde jetzt Narrative von... Und das sind der 25. Also, ich weiß nicht, wovon wir jetzt reden. Nein, wir können ja nicht von bedruckten Zetteln reden. Gut. Wir reden von Treibgut. Was machst du mit Treibgut? Einsammeln. Wo? Auf hoher See. Auf Strand. Am Strand. Sag ja, offshore. Ja, nee, das ist ein Strandgut. Treibgut ist das, was auf hoher See rumschwimmt und Strandgut ist das, was du am Strand findest. Ach so, was ja angeschwemmt worden ist. Ja, angeschwemmt. Ja. Ist irgendwie angespült worden. Was die See wieder ausspuckt. Was die See wieder ausspuckt, genau. Ja, und das da, ja.
Da hatten wir ja die tollen Bildchen da mit dem Containerschiff vor der Englandküste, ja, wo dann alles Mögliche da ans Land gespült wurde. Das ist Strandgut. Und wer es findet, darf es behalten, ja. Ja, genau. Das ist jetzt aber schon. Jetzt war wirklich, also. Das von dir, ey. Unglaublich, ey. Hätte ich ja nie gedacht, dass ich mir sowas mal hinreißen lasse. Ich möchte mal wissen, welche Bank das verwalten muss. Weil, was? Das Strandgut. Ja, weil ja, wir gehen ja mal Bank. Davon aus. Wir gehen jetzt mal auf Bank. Du kannst jetzt nicht in die Tiefe gehen, bist du wahnsinnig. Okay, gut, dann sagen wir es mal anders. Welcher Strandgut aufbewahrer? Welcher Aufseher? Baywatch. Ja, also welcher David Hasselhoff passt denn auf das Strandgut auf? Wer hat es gefunden, ja? Ja. Und wer kann sich 3 Jahre lang zurückhalten? Wie heißt oder wie ist es in manchen Kriminalen? Ja, das liegt halt rum und er sagt, wenn sich keiner meldet. Die Beute wird nicht angefasst. Kauft euch kein Auto, kauft euch keinen Pelzmantel. Ja, das ist so wunderschön. Du darfst das Mofa, was angespült wurde, einfach nicht stoppen. So musst du sagen. Ja, so, wenn die 3 Jahre rum sind, dann sagt der Strand, dann sagt der David Hasselhoff, mach damit, was du willst. Mach damit, was du willst? Habe ich nicht gesehen. Aber lass was da. Ich sehe. Also, ja. So ist das mit dem Seerecht. Da geht es auf und ab. Das Handelsrecht. Starker Seegang. Ja, wenn mal so ein Sturm kommt. Das Handelsrecht, ja. Ne, das Handelsrecht ausschließlich oder beziehungsweise ohne das unter Seerecht. Ausschluss des Seerechts. Unter Ausschluss des Seerechts, ja. Kann man ja mal nachgucken. 1873. Nein, was meinst du jetzt? In Kraft getreten 1900, zum 1. Januar. Nee, 1873, ja, Moment. ADH. Ach so, da war, ja. Allgemeine deutsche Handelsrecht. Wir haben das Handelsrecht und wir haben das allgemeine deutsche Handelsrecht. So ist das. Das eine bedingt das andere, weil das eine war der Vorläufer, ja. Und das andere wurde neu kodifiziert. Und das wurde am 1. Januar 1900 mit zusammen mit dem BGB in Kraft. Unter allerdings, in Liechtenstein gilt es noch. Das alte deutsche allgemeine deutsche Handelsrecht. In Liechtenstein gilt es noch. Da haben wir ja, kleiner Fleck, aber irgendwie überrollt den keiner. Kann man auch nicht durchfahren. Also ist ganz schön dort. Gibt viele Banken. Willst du mir sagen, man kann nicht durchschwimmen. Man muss fahren. Ja doch, du kannst mit dem Rhein kannst du durchschwimmen. Es geht, wenn du oben reinspringst und dann denkst du an Liechtenstein vorbei. Das ist der Rhein aber noch klein. Ja, nicht da oben Kölner Rhein. Das ist schon klar, weil da entspringt er ja, glaube ich, da hinten irgendwo, oder? Ja, geht nur wegen hinter, aber also ja. Du könntest vorbeischwimmen zumindest. Vielleicht ist also du könntest auch durchschwimmen. Also du könntest ja. Auch mit dem Schiff durchfahren. Das würde auch, ja, ist ja schon binnenschifffahrtstauglich? Nee, ich glaube nicht. Also mit dem Motorboot oder mit dem Schlauchboot kommst du durch, das sicherlich. Mit dem Kajak auch. Handbetrieb geht immer. Da brauchst du nur 60 cm Wassertief. Katharina jetzt nicht dabei. Ist das jetzt Seerecht auf dem Fluss oder nicht? Ich habe einmal gehört, überall, wo fließendes Wasser ist, gilt das Seerecht. Ich kann es jetzt nicht verifizieren. Die Marinen sagen auch, überall, wo Wasser ist, ist ihr Zuständigkeitsbereich. In meiner Küche fließt auch Wasser, in meiner Badewanne auch. Ja, da gibt es Wasserleitungen. Richtig. Könnte sein. Könnte sein, dass wir alle irgendwie doch auf Vorsee sind. Und nicht verschollen und nicht, achso, ja, gut. Also, Spaß beiseite. Mag ja sein, dass das in verschiedenen Gebieten so der Fall ist. Dass überall David Hasselhoff rumsteht und über bestimmte Dinge auf. Also mir wären da die Babe Watches lieber als die... Die was? Na, die Babes, die du gucken kannst. Pam. Und sowas. Also die jetzt Pam. Heute vielleicht auch nicht mehr, aber so ihre also Nachfolgerin. Ich weiß ja, die Pam hat mir nicht so gefallen, ich weiß nicht. Ich fand, ja. Hast du den Kinofilm gesehen mit The Rock? Hat er
Babewatch-Film gemacht, ja, oder? Das war Baywatch. Das war einer der letzten, die ich noch im Kino gesehen habe, vor der Pandemie. Nee, den habe ich tatsächlich nicht gesehen. Also Fand ich cool, ja. ich hatte als letztes James Bond, also Mr. Versicherung, hätte ja letztes Jahr im April kommen sollen. Und das war tatsächlich die letzte Kinokarte, die ich gekauft habe. Ich konnte ihn dann dort nicht mehr sehen, weil er hat ja jetzt erst am 30. September Gilt übrigens die Karte war. noch? Ich glaube, die hätte gelten können, aber auf den 10er habe ich mir dann gedacht, nein, weil ich mich an diese Regeln, die da jetzt herrschen, nicht, mich dort nicht beteiligen möchte. Deswegen mache ich viele Dinge nicht mehr. Wahrscheinlich könnte ich sie noch einlösen, aber ehrlich gesagt, ich verzichte dankend. Finde ich gut. Obwohl ich vermisse das Popcorn im Kino, vermisse ich schon. Das ist schon, also so. Es gehört zu so einem Kinoabend dazu. Also ich hatte Ja, das das mal. stimmt. Ja. Mega, ich habe mal die Tacos da probiert mit diesem Ja, Stelzkern. Das finde ich Tacos voll. und. Die kannst du nicht essen. Was ich aber in den Kinos immer scheiße finde, ist, da gehst du in die Kasse und dann, wie ist das? Die haben ja mehrere, fünf Größen, glaube ich. Du kannst ja irgendwie. Ja, Wenn halt du vom klein Hoch. bestellst, nee, wenn du klein bestellst, kriegst du 1 Liter Cola. Ah ja. Ja, das war schon immer im XXL Da gibt es noch Survival. eine drunter. Klein ist schon 1 Liter Cola. Aber Ja, der muss sich schon lohnen, der Kinobesuch, das ist schon klar. Das hat irgendwie dazugehört, also zumindest bei mir. Also jetzt seit 1,5 Jahren habe ich kein Kino mehr betreten, deswegen merke ich auch, was ich nicht vermisse. ich fand das auch cool. Also, ja, jetzt auch gerade so 3D und so Geschichten, das hat schon gepasst bei vielen Sachen. So Aufbruch nach Pandora, Avatar, ne, war 3D-mäßig schon geil. Star Wars brauchen wir nicht drüber reden. Im Kino war das eine ganz andere Geschichte, als wie wenn du es dann zu Hause angeguckt hast. Erstens, weil es Ja. natürlich gebumst hat ohne Ende. Also von der Lautstärke. Soundtechnisch, ja, also hier Ja. rum, ne? Und Also da bist du dann wirklich mit dabei gewesen. Das hat schon alle seine Sachen. Von dem her passt das schon. Aber das sind halt alles so Dinge, die im Moment gerade nicht in meiner privaten Verfügbarkeit liegen. Also weil ich das einfach nicht unterstütze. Und ich mir denke, das wird man halt abwarten müssen und irgendwann wird es wieder gehen. Vielleicht will ich es dann auch gar nicht mehr. Das kann auch sein. Also Top Gun hätte ich jetzt gerne noch gesehen, weil ich diese Flugszenen, ich habe da bloß mal die Trailer und so weiter gesehen, die müssen schon hammergeil sein. Und auch die Militärtechnik, die fliegen ja da mit den neuen F-18. F-18-2 oder beziehungsweise Super Hornets rum. Das wäre schon eine Geschichte, wo ich sage, ja. Ne? Oder bei James Bond, ich weiß es nicht, da hat man jetzt ja gehört, dass er nicht so toll sein soll. Ich habe keine Ahnung. Ich werde ihn ich habe noch irgendwann keine sehen. Kritik gelesen jetzt irgendwie nur heute schon irgendwie drin, das Ende ist irgendwie nicht bondwürdig, keine Ahnung. Ja, Daniel Craig hat auch verkünden lassen, dass er also jetzt nicht mehr Bond spielt. Gut, das haben wir von vielen anderen auch schon gehört, Er wollte aber. beim letzten schon nicht mehr. Er wollte den schon nicht mehr machen. Ja, da hat es bestimmt dann ein paar Millionen Gründe gegeben. Warum er wieder die Versicherung übernommen hat, ja. Aber ich meine, wir kennen es ja. Ja. Ja, aber das ist, wie gesagt, die Verfügbarkeit verschiebt sich gerade etwas. Ja. Und bis jetzt können wir sagen, oder auch was wir vom Holz gehört haben. Jedes Mal, wenn ich jetzt auf der Autobahn unterwegs war, ich habe unheimlich viel Holztransporter gesehen. Das ist das eine. Und das zweite ist, ich habe auch das ein oder andere Sägewerk gesehen, wo unheimlich viel Zeug rumliegt. Aber es kann durchaus sein, dass es nicht ausgeliefert wird, aus welchen Gründen auch immer. Ich habe aber auch gehört, ich habe in der Familie einen Dachdeckereibetrieb, dass die tatsächlich ihr benötigtes Material von den Firmen so bekommen, dass die in den Wald gehen, schlagen das Holz vor Ort und trocknen das in einem irgendwie künstlichen, chemischen, frag mich nicht, Verfahren, also vor Ort, und dann wird es direkt weitergegeben und verbaut. Also da ist tatsächlich irgendwas, wo man Dinge künstlich zurückhält. Also da sind wir wieder bei der künstlichen Verknappung. Und das deutet darauf hin, dass wir auf irgendeinen, wie auch immer, gearteten Punkt zusteuern. Das sehe ich auch so. Ja, wie Also ein auch immer bisschen der. preppern ist mit Sicherheit kein Fehler. Ja. Ja, also Notstromgenerator sollte man sich auch mal überlegen, wenn es geht.
Lebensmittel brauchen wir nicht drüber reden. Also Lebensmittel lang haltbar zu machen, wird sowieso schwierig, aber so Nahrungsmittel oder Nahrungsergänzung oder Nahrungsersatz oder wie immer, sollte man zu Hause haben. Nicht für 2, 3 Monate, also nicht einen Bunker anlegen, sondern wirklich nur das, was man braucht. Und rein aus monetärer Sicht habe ich ja auch immer mal wieder gesagt, geht heute einkaufen und guckt in 2 Monaten drauf. Und dann seht ihr, wie die Inflation tatsächlich ausschaut, ja, wenn ihr die gleichen Dinge kauft. Also das habe ich schon gemerkt, dass dafür, wo ich früher einen 70er gebraucht habe, brauche ich jetzt einen 80er oder irgendwas. Also das ist schon richtig. Ja. Also da ist es ganz einfach geschickt, wenn man dort mehr einkauft, weil du es dann jetzt hast. Ich weiß auch nicht, ob diese Inflation irgendwann wieder gestoppt wird oder beziehungsweise ob die an Fahrt gewinnt. Ich kann es nicht sagen. Bei den Immobilien ist immer noch der Zug relativ gut dabei, also zumindest hier in der Region. Aber es sind immer so die Preissprünge nach oben da. Also auch da ist aus meiner Sicht im Moment zumindest ein bisschen so verhaltene eine Geschichte dabei. Obwohl wir sind schon in wahnwitzigen Bereichen angelangt, aber das ist jetzt nur mal so am Rande. Ja, wie gesagt, es ist momentan schwer, was zu schätzen. Es ist schwer, das einzuschätzen. Aber es ist schon so, dass man da merkwürdige Anzeichen hat momentan. Also ich kann es auch nur empfehlen. Ne? So Kleinigkeiten mal. So ein bisschen was kann nicht schaden. Ja. Ja. Und diese Nachrichten, die da an uns durchgestochen werden, auch über die alternative Szene. Du hast es ja auch schon mal gesagt. Wir haben ja auch gewisse Narrative manchmal etwas genauer beleuchtet. Es steckt immer eine Intention dahinter. Und beide Seiten arbeiten über die gleichen Kanäle. Also egal wie, Medien, Internet sind Werkzeuge. Sie werden von beiden Seiten in Anführungszeichen genutzt. Und so wie jetzt eine ARD, nehmen wir die einfach mal raus, Dinge verbreitet, so tut es die alternative Szene in ähnlicher Art und Weise. Und wenn das nicht gewünscht wäre, muss man das ganz klipp und klar sagen. Wir können auf YouTube schimpfen, was wir wollen, dass die zensieren, dass die machen und sonst was. Natürlich lenken die gewisse Dinge in gewisse Bahnen. Aber wenn man es nicht wollte, und ich erinnere da nur an das Mittelalter, so 1582, wir haben ja da ein ganz spezielles Thema, ja. Wenn man nicht gewollt hätte, dass irgendjemand erzählt, da draußen ist eine Kugel, dann hätte man den einfach kalt gemacht. Und alle, die dazugehört hätten, genauso mit. Und man möge sich. Wäre gar kein Problem gewesen. Ja, die wären dann einfach weg gewesen und keiner hätte es mitbekommen. Und dasselbe ist hier. Wenn man nicht wollte, dass gewisse Informationen rausgehen oder dass gewisse Dinge gestreut werden, dann würde man das einfach nicht zulassen. Das ist so. Ja? Es gibt andere Dinge und das habe ich aus vertraulicher Quelle gehört, da möchte ich gar nicht tiefer eingehen, aber da ging es einfach so um wirkliche Dinge wie Bücher oder überlegt euch nur mal, die sich da jetzt in der alternativen Szene ein bisschen auskennen. Leute wie der Udo Ulfkotte, der dann sehr spontan verstorben ist, wie er sein Buch Gekaufte Journalisten veröffentlicht hat und er wusste, wovon er schreibt, der ist tatsächlich dann weg gewesen. Und ich denke, auch einer unserer Vorredner, Andreas Klaus, hat auch zu früh zu viel erzählt, aus meiner Sicht. Könnte sein, weiß ich nicht. Könnte sein, weiß ich nicht. Also von dem her, es werden Dinge zugelassen. Und ich habe es auch mit der Katharina, mit Frank Köstler vor 2 Tagen besprochen, sind wir auch auf das Thema gekommen. Wir haben momentan Narrative und es kommen Dinge nach oben über YouTube. Ihr findet Sendungen. Auch das, was wir reden. Ich denke, das wäre vor 2 Jahren noch nicht möglich gewesen. Die Dinge werden zugelassen. Vor 2 Jahren nicht möglich gewesen. Wie meinst du das? Da war die Zensurwelle aber nicht so stark, oder? Ich meine, YouTube hat ja eine ganz, ganz wilde Zeit, in der sich das ja alles hochladen können. Du findest auch komischerweise gewisse Videos, wenn du die Ländereinstellungen ändern kannst, wenn man Proxy-Server oder sonst was geht, findest du auf YouTube alles. Also ich habe in Kanada Dinge runterladen können, wie ich dort mal 2015 war, über gewisse Themen, die du in, nennen wir es mal, in dem deutschsprachigen Raum, woran du nicht gekommen bist. Und es sind Narrative, die gewisse Sachen in Frage stellen. Die konntest du da drüben abrufen. Die konntest du hier nicht finden. Du konntest sie noch nicht mehr finden. Und ich meine, das, was wir reden oder andeuten, das sind ja Dinge, die gehen ja in sehr
sagen wir es mal so, vor 10 Jahren hat noch nicht mal einer gewusst, dass es sowas überhaupt gibt. Da gab es einen ganz kleinen elitären Kreis. Und das zieht jetzt, meine, das zieht jetzt Grenzen. Aber du, ich weiß schon, was du anspielst, aber das hat sich seinen Weg gebahnt. Ja. Und du hast vor, also wenn du aufmerksam warst, dann hast du vor 15 Jahren schon hättest du Möglichkeit gehabt, Zugang zu diesen Themen zu bekommen, weil da war das schon da. Ja, da war es. Aber also da hast du schon. Ja, die Reichweite war nicht gegeben, ne? Das ist der Punkt, ne? Und wen hat es interessiert? Ja, das ist das Nächste, ja. Also die Thematik, die wir da haben, die ist schon nicht neu, ja. Oder auch die Dinge, die wir, wenn wir so mal die Thematik des Christentums und so weiter anschauen. Das halte ich jetzt für was Neues, ja. Das ist in der Art und Weise, ich habe das noch vorher noch nicht wahrgenommen. Also das, was wir da so ab und zu mal erarbeiten vor der Kamera live, das sind schon Sachen, wo ich sage, das sind wirkliche Augenöffner. Da kannst du alles andere. Ich auch so. Ja. Ich denke, das ist auch der Grund, warum es gesehen wird. Ja. Ich glaube, dass wir die größte Schwierigkeit liegt darin, dass wir nicht verstehen, was da um uns herum aufgebaut worden ist. Ja. Und wie willst du es auch verstehen? Du bist da hineingeboren und lebst dein Leben lang da schon mit und es ist immer alles normal gewesen und jetzt kommt Corona und plötzlich passt nichts mehr. Also ist deine Aufmerksamkeit auch woanders. Das ist das, was ich meine. Und du, außer den öffentlichen Informationen, die wir hier haben, machen wir ja nichts Falsches. Ja. Wir müssen nur aufpassen, dass wir mit der Sprache dass wir uns beherrschen. Bleiben. Ja. Wie heute Mittag. Ja, also das Video findet ihr mit der Katharina, findet ihr auf Telegram. Telegram, leicht. Nicht in den... Das war schon krass, muss ich schon sagen. Ja, das war, also, es waren, denke ich, deutliche Worte, die da gesprochen werden mal mussten. Sagen wir mal so, man hätte auch einen etwas anderen Slogan nehmen können, aber... Nee, das hat sich so entwickelt, das hat schon gepasst. Ja. Ja. Also du musst ja halt im Klaren sein, wenn du das dann provozierst, da brauchst du ja dich auch nicht wundern. Das ist ein, Nein, ich erinnere mich nur an die Sendung, die du mit dem Volker hattest. Ich glaube, das war 2.4, wo es um das war was rausgerutscht. Ja, ist gut gegangen, aber man muss es ja nicht... Das ist das, was ich meine, ja. Jetzt nicht, dass ich denke, YouTube ist was richtig Tolles. Und nein, es ist ein Werkzeug. Interessiert mich alles nicht, aber die es geht mir auch ein Stück weit um wie soll ich sagen, du weißt ja nie, wer zuguckt. Ja, wir mögen eine gewisse Disziplin an den Tag legen, also es soll ja auch ein gewisses Niveau nicht unterschreiben. Wobei der Katharina ist da heute wirklich, die Gäule sind da durchgegangen, das hast du gemerkt, und ist alles gut. Ja, also es gibt kein Promo von. Ich fand es ja echt cool. Das ist ja auch. War lustig. Es war aber ein wichtiges Thema. Also, das muss man auch dazu absolut, sagen. Absolut, ja. Muss man sagen. Und in der Art und Weise, ich sage ja, wir haben da irgendwo schon ein neues Kapitel aufgemacht, seitdem wir uns hier auf Sendung begeben. Wir können ja David Hasselhoff so in Zukunft mal ein bisschen genauer begutachten. Wieso? Bringt der Lauterbach nichts mehr? Anscheinend nicht. Okay. Es ist ja auch sehr spannend, dass ausgerechnet der die Mauer zu Fall gebracht hat. Leicht rettet er auch das Klima. Das ist der Bezug. Und dann ist er auch noch Strandwächter. Naja, wenn er ein neues Haus kaufen kann oder ein ganz. Und er steuert ein KI. Er steuert die KI mit dem Auto. Das ist aber schon lange her. Ja, zu einer Zeit, wo es das ja völlig undenkbar war. Ich meine, heute sprechen die Autos ja alle. Also das muss man schon sagen. Wenn ich mir überlege, Knight Rider, Airwolf, was die uns damals präsentiert haben. Unglaublich. Aber das mit dem sprechenden Auto zu einer Zeit, also heute ist, wie gesagt, heute ist das normal, ja. Aber was dieses Fahrzeug konnte, und das Geilste, glaube ich, was ich mal gesehen habe, dass der ein Hunderter rausgedruckt hat. Der hatte doch so einen Drucker unten. Da hat er irgendwann einmal ein Hunderter rausgeschmissen. Das fand ich richtig geil. Aber tatsächlich, Kit, das Auto, das mit seinen Sensoren alles erfassen konnte, zu einer Zeit, wo elektrische Fensterheber in vielen Autos noch nicht mal als Sonderausstattung möglich waren. Das muss man schon sagen, ja. Ja. Also das war echt sensationell. Und was uns da gezeigt worden ist und was wir dann tatsächlich
später umgesetzt bekommen haben. Ich glaube, der Siemer BMW war ja der erste, der dieses, doch, Siemer hatte, der BMW hatte 2001 als erste Marke in dem Premium-Fahrzeug im Siemer diesen, den Monitor drin und wo du dieses iDrive-System hattest. Mit dem Knubbel auf der, hier auf dem, dazwischen oder auf der Armablage. Das war schon. Auf der Konsole. Ja, auf der Konsole, genau. Auf der Konsole. Das war schon hammergeil. Und der Monitor, der da drin war, ich meine, die Navigationssysteme, die als erstes gekommen sind, aber wo du dann hattest, Menü eingeben und du konntest drehen und machen und sonst was. Und wenn ich mir heute überlege, mein Auto sagt mir, wenn ich irgendwo zu lang oder zu kurz in die Gegend gucke, dann sagt er irgendwann Pause machen oder das oder jenes. Oder der kann alleine fahren. Ja? Also auch wenn das jetzt noch nicht durchgeführt wird, aber faktisch gesehen können die Autos das jetzt. Du könntest abgeben und sagen, ich nehme die Hände vom Lenkrad. Take me home. Oder auch nicht. Oder setz mich sonst wo ab. Also die Technik existiert. Und es wurde uns schon vorgeführt. Aber wir haben doch das auch gehabt. Die 80er waren ein Startpunkt für viele Dinge. Ist so. Und wenn man da die Serien aus der damaligen Zeit nochmal so, die ein oder andere Serie anguckt, also jetzt nicht Baywatch, die war dann doch eher auf andere Dinge ausgerichtet. Ja? Aber, welche? Ja, Stand und Mädels. Und David Hasselhoff. Ja, und David Hasselhoff, das ist aber ich habe kein Standpunkt gesehen, also von dem her, da haben sie uns noch nichts erzählt. Wobei ich die Serie nie ganz gesehen habe. Von dem her kann ich da jetzt nicht überall mitreden, aber ich habe nur mal gelesen in der Dokumentation oder gesehen, dass die also irgendwie, um die Sendezeit von 42 Minuten zu erlangen, und das Filmen war ja so teuer, haben die halt das eingeführt, dass die diese Slow Motion hatten oder beziehungsweise den Film haben langsam ablaufen lassen, wenn die Mädels dann gerannt sind und du hast dann, ja, das war eigentlich eine Art und Weise, den heute loszusparen. Der kommt von dem Thema gar nicht mehr weg. Das ist ja unglaublich. Ey, ist an dem Donnerstag etwas Besonderes oder irgendwie, ich weiß nicht, der 7. Oktober hat er was mit irgendwelchen sexuellen Ergüssen zu tun? Vielleicht hängt es noch von heute Mittag mit rein. Ich ziehe durch wie so ein roter Faden, unglaublich. Ich wüsste jetzt nicht, unter welchem Begriff ich das suchen soll, aber. Guck doch mal, was Baywatch heißt. Baywatch Übersetzung. Das wird sogar einen zweiten Film geben. Like Baywatch. Only better. Finden wir mal Baywatch-Übersetzung. Strandwache. Ja, da steht Baywatch Hawaii und nein, das ist. Der Bay heißt Bucht, oder? Bay ist die Bucht, ja. Die Rettungsschwimmer von Malibu, das ist das, was im Dikt deutsch-englisches Wörterbuch drinsteht. Aber nicht als, da steht nichts anderes drin. Bayonet, nee, das ist Blödsinn. Baywatch, ja, Bay ist eigentlich die Bucht. Das ist aber sonst, Baywatch Hawaii gibt es auch noch, glaube ich. Okay. Nee, also da finde ich jetzt nichts Spezielles. Die Buchtwache. Aber das war ja auch hast du ja auch diese Bezeichnungen, ne? In Amerika, diese Base, irgendwie, keine Ahnung, Bayside oder whatever. Hast du ja immer irgendwo diese Strandbezeichnung der Bay. Ja, also es heißt Bucht auf jeden Fall. Ja. Küsten und Ufer liegen innerhalb einer dreiseitigen Begrenzung durch Land. Dreiseitig. Ja, Pazifik. Ist Wasser? Das war eine Bucht halt, ne? Das ja. Muss ja eine Bucht gewesen sein. Ne? Alter, wenn größer, Amerika ist also wenn größer. Ja, was auch immer. Okay, Marc. Also, wir haben es gesagt, kürzer. Du hast noch eine lange Fahrt vor dir.
Heute ja. 25. etwas kürzer. Also wir möchten noch ganz kurz darauf hinweisen. Wir haben noch Nachschlag morgen Abend. Ja, morgen haben wir Nachschlag mit Special Guest auf OG Talk. Dann wird es am 11.10., das ist der Montag um 20 Uhr. Den kommenden Montag. Wieder einen Infoabend geben. Wir werden die dementsprechenden Infos, also wie gesagt, steht wieder unten drunter, könnt ihr euch direkt anmelden an der Infoabend, glaube ich, heißt es. Also auf jeden Fall gibt es eine spezielle Mailadresse, könnt ihr euch ranwenden und wir werden natürlich den Link dann auch nochmal kurzfristig am Montag teilen. Bei mir nochmal, bei dir auf dem Kanal. Genau, einfach in die dementsprechende Gruppe rein und dann den Zoom-Link nutzen, der dort veröffentlicht wurde. Das ist das Beste. So, also nochmal, morgen Abend 20 Uhr live über OkiTalk mit Special Guest, ein klares zur Nacht extra. Und Montag haben wir Infoabend. Genau, und dann schauen wir mal, was noch kommt. Nächste Woche kommt ein bisschen mehr von mir wieder. Die Woche ein bisschen Pause gemacht. Ja. Aber Termine stehen. Herwig Brez mit der Städtetour, bin ich echt heiß drauf. Oh ja. Da bin ich mal echt gespannt, was da kommt. Aber heute nochmal mit ihm telefoniert. Mein lieber Herr Gesangsverein, sage ich dann nur. Also, ich denke, wir leben in Dingen, die wir, wo uns noch so die Ohren vom Schädel wegfliegen werden. Ich vermute auch, ja. Ja. Okay. Also, wartet jetzt ab und freut euch drauf. Und jetzt danke nochmal, Michael, dass du dir heute Abend nochmal die Zeit genommen hast, obwohl du alles ja eigentlich beim Auto sitzen wolltest. Aber wie gesagt, wir kommen wieder, keine Frage. Und werden mit der 26. Sendung weiterfahren, die nicht morgen ist, sondern das ist eine Extra-Sendung. Also, gehabt euch wohl. Macht's gut und wir sehen uns dann nächste Woche wieder, beziehungsweise wir sehen uns morgen schon wieder. Also bis dann. Danke. Wie immer eine Ehre. Danke, ne? Tschüss, ade. Ciao, ciao.